Hallo und willkommen zu meinem neuen After Effects Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr einfach in After Effects Zeitlupen-Videos erstellt. Als erstes machen wir eine neue Komposition und schneiden unser Video zurecht. Okay. Ihr geht zu dem Punkt, wo ihr euer Video, die Zeitlupe starten soll. Wie wäre das? Hier und drückt STRG SHIFT D auf eurer Tastatur und geht zum Ende, wo die Zeitlupe aufhören soll. Bei mir wäre das hier und drückt wieder STRG SHIFT D. Jetzt verlängert ihr eure Komposition, indem ihr auf Kompositionseinstellungen drückt. Und bei Dauer stellt ihr eure Dauer auf 30 Sekunden. Jetzt klickt ihr den mittleren Teil an und geht bei Frame überblenden auf diese gepixelte Variante. Und hier oben macht ihr auch aktivieren die Frame Überblendung. Die klickt ihr auch an. Gut, jetzt zieht ihr den oberen Balken ein bisschen nach vor und stellt den mittleren Balken bei der Dehnung auf, ich stelle ihn auf 1000. Gut, weil falls ihr diese Balken, falls ihr das hier nicht habt, könnt ihr unten Schalter, Modi aktivieren, deaktivieren klicken oder hier links unten in Out, Dauer und Dehnung ein- und ausschalten. Okay. Gut. Jetzt pre-rendern wir das. Ihr könnt hier den Ton noch ausstellen, damit ihr keinen verzerrten Sound habt. Ja, das war mein Zeitlupen-Tutorial. Danke fürs Ansehen. Come and get it.